Moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ist mal wieder soweit. Ich habe es wieder nicht geschafft, groß vorzuproduzieren. Das heißt, wir sind wieder just in time. Und großartig, wie wir das hier in der letzten Folge gemacht haben. Sollte jetzt kein Eigenlob sein, klang aber gerade so, ne? Nee, so war es natürlich nicht gemeint. Es war mehr gemeint, dass ich mich freue, dass es endlich mal geklappt hat, dass wir da ordentlich geplant haben. Und ich würde ganz gerne mal probieren, ob das nochmal so klappt. Und zwar machen wir jetzt Spritbestellung. Dafür müssen wir einmal Smithville Talsperre. Und da fahren wir jetzt direkt hin. Und da wir das hier alles mit dem Fahrzeug machen, würde ich sagen, dass wir einmal fix vorspulen, bis wir dort sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, da sind wir. Wir nehmen nämlich direkt den Anhänger, den es hier schon gibt. Ich bin sehr gespannt, ob wir da überhaupt hier gut hochkommen. Wir haben ordentlich was zu ziehen, aber wir haben ja auch einen guten Motor. Also, ich würde einfach mal sagen, no risk, no fun. Wir probieren das mal aus. So. Keine Ahnung, wie wir hier zurechtkommen. Kann auch sein, dass wir gleich den ganzen Anhänger flach hinlegen. Ich würde auch gleich mal sagen, dass wir hier wechseln in den Lastengang plus Differentialsperre. Das sollte das Ganze lösen. Ja, das sieht ganz gut aus. Hier machen wir jetzt natürlich keinen U-Turn, das kriegen wir nicht hin. Aber fahren wir einmal außen rum. Uiuiuiui. Der ist aber auch ganz schön am rumhüpfen, ne? Jetzt müssen wir nochmal gucken, wo müssen wir lang? Den hier unten müssen wir lang. Denn nach da oben, das geht nicht. Und dann ist nur die Frage, kommen wir da den einen Weg hoch? Da vorne. Auf die Straße wieder. Denn das müssen wir ins Lager bringen. Hier auf der Karte. Ist nicht weit entfernt, waren wir einmal ganz kurz. Und von dort aus können wir gleich die nächste Quest machen. Besser gesagt, eigentlich sogar zwei. Wir können da direkt zwei machen. Und deswegen dachte ich mir, das wäre doch gar nicht mal so verkehrt.
Also man muss hin und wieder mal hier das Differential, die Differentialsperre wieder lösen. Weil das hier wohl manchmal als Straße gilt, aber das ist nötig. Also Leistung scheint da zu sein. Leistung scheint da zu sein und nur die Bodenhaftung, die fehlt manchmal, aber gut, okay. Dafür haben wir ja die Differentialsperre. Man merkt auch gleich, ne? Sobald die Differentialsperre drin ist, kommt nochmal so ein Ruck und er zieht nochmal ordentlich an. So. Das will ich jetzt nicht riskieren, da seitlich lang zu fahren, weil das ist mir zu steil. Wir fahren lieber hier einmal durchs Feld durch. Dann haben wir weniger das Risiko, dass wir hier umkippen. So, hier muss es jetzt hochgehen, ne? Ich sag einfach mal, das schaffen wir. Das schaffen wir. Wenn nicht, wird es schwierig, denn wir haben keine Bäume hier, aber hey, easy. Also nicht ganz so easy, aber läuft. So, bin mir sicher, dass hier die Differentialsperre gleich wieder anfangen würde zu rauchen, wenn wir sie drinnen lassen. Ich habe euch gar nicht gezeigt, wo wir eigentlich hin müssen. Also, hier müssen wir hin, ins Lager. Das sind wir eigentlich gefahren, aber ich glaube, da können wir uns ein bisschen nett unterhalten. Und ne, das ist eigentlich relativ easy oder relativ klar, wo es lang geht. Da müssen wir hin. Ach so, siehst du? Das wollte ich auch noch. So, da waren wir letztens hier, das Spiel wieder abgestürzt, habe ich mich sehr geärgert. Aber durch das Autosave geht eigentlich relativ wenig verloren und die Aufnahme hatte ich auch schon fertig. Aber so mittendrin, also ohne irgendeinen besonders ersichtlichen Grund, zack, abgeschmiert. Aber da habe ich auch schon ganz anderes gelesen, dass es deutlich schlimmer sein soll. Davon bleibe ich ja grundlegend verschont. Also ich glaube jetzt dreimal insgesamt. Ich weiß gerade gar nicht auswendig, wie viele Spielstunden ich schon drauf habe. Müsste man nochmal Epic Store reinschauen. Ach ja, und apropos Epic Store, ne? Also, ich mag ihn einfach nicht, nach wie vor nicht. Ich mag auch nicht die Art. Mich nervt das, dass ich Werbung bekomme, die dann so unten rechts aufpoppt. Klar, kann man irgendwo ausschalten, bin ich mir sicher. Aber allein, dass sie es überhaupt machen, finde ich total bescheuert. Das ärgert mich. Also ich verstehe ja, dass wenn ich mich in den Epic Launcher einlogge, dass dann automatisch mir dann von mir aus Angebote angezeigt werden, das ist okay. Aber dass mir Angebote angezeigt werden, obwohl der zwar aktiv ist, der Epic Launcher, weil er ja im Autostart drin ist. Aber dann so, ich gerade was total anderes mache und dann unten rechts einfach aufpoppt, ja, jetzt gerade aktuell, XY, hol es dir. Und ich mir denke, geht's noch? Hallo? Also das ist immer so ein bisschen, ja, finde ich nicht so cool. Wo ich mir dann schon echt manchmal denke, okay, sobald eigentlich das für Steam draußen ist, müsste man eigentlich sich das Spiel nochmal für Steam holen. Einfach nur, um denen zu sagen, hier, legt mich doch am Hintern. Nicht mit Commander, wer die Heiler verarscht, der läuft.
Aber gut, hey, so ist es. Kann man jetzt auch nichts dran ändern. Also grundlegend jetzt erstmal nichts dran ändern. Die sind so, wie sie sind. Boah, hier haben wir schon ganz schön am Kämpfen. Aber das liegt halt an den Reifen. Ne? Reifen und Asphalt, die rutschen halt durch. Die haben nicht so viel Grip. Die haben nicht so viel Grip wie die Straßenreifen. Und ach so, apropos Steam und Software. Hat jemand geschrieben, er freut sich, wenn das für Apple draußen ist. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, echt jetzt? Das willst du auf einem Mac spielen? Also, da kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass das von der Leistung her machbar ist. Also, ich habe, glaube ich, einen ganz guten Rechner. Gibt bessere, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Rechner. Und, Moment. Und wenn ich hier jetzt noch aufnehme, was nicht so viel verbraucht an Leistung, dann habe ich manchmal schon das Gefühl, dass gerade ein paar Frames droppen gehen. Okay, ich habe auch alles auf Ultra. Also mehr Settings kann man auch nicht haben. Man kann das natürlich stark nochmal runterdrehen, dann geht es besser. Aber zocken auf einem Mac, ich habe das mal gemacht, ganz am Anfang. Okay, kleine Anekdote. Ich war immer ein Windows-Freund gewesen. Ich habe mich so ein bisschen damals mit Linux auch noch Ubuntu beschäftigt. Linux und Ubuntu. Und ich glaube, ja, genau. Und habe dann so auf LAN-Partys, ne, so ganz normal gezockt und war alles gut. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, okay, ich möchte meine Fotolehre anfangen. Also ich möchte Fotograf lernen. Ich habe Fotograf gelernt. Als meinen ersten Beruf. Und die haben dort in diesem Geschäft, wo ich das gelernt habe, haben die alles nur Macs gehabt. Und ich habe aber noch nie auf einem Mac gearbeitet. Und da habe ich dann gesagt, okay, wisst ihr was? Ich hätte jetzt die Möglichkeit, mir einen neuen Rechner zu kaufen. Also es wäre mal an der Reihe, einen neuen Rechner zu kaufen. Doch ich kaufe mir lieber einen MacBook Pro. Dann bin ich fit mit Photoshop und Co. Das hat sich gerade gereimt, lustig. Und verkaufe komplett meinen Windows-Rechner. Also gar kein Windows mehr, nichts mehr. Kauf mir einen Mac, MacBook Pro. Und das war so die Zeit, wo ich viel WoW gespielt habe. Damals noch, ne, das WoW Classic. Boah, weiß ich jetzt gerade gar nicht. War das sogar schon TBC? The Burning Crusade? Keine Ahnung, spielt auch eigentlich keine Rolle. Habe ich auf jeden Fall da drauf gespielt und ich musste alles ganz runterdrehen, damit ich das überhaupt spielen konnte. Aber es ging. Auch Raids und sowas ging. Hat gepasst, aber es war eigentlich kacke. Ehrlich gesagt, weil ich ziemlich viel Geld ausgegeben habe. Ich habe zwar so ein Education Rabatt plus Finanzierung bekommen, aber dennoch viel Geld. Dennoch sehr, sehr viel Geld. Und im Vergleich hätte ich einen sehr, sehr guten Rechner bekommen. Aber wie gesagt, ich wollte einmal was für die Berufsschule zum Mitnehmen, weil ich noch gar keinen Laptop hatte. Für die Berufsschule wollte ich was, dass ich, weil ich wusste, es gibt Blockunterricht und ich hatte mit meinem damaligen Arbeitskollegen schon vorher relativ viel gesprochen und der hat da auch gelernt und hat halt gesagt, ja, es kann sein, dass du mal 2 Stunden nichts zu tun hast in der Berufsschule, weil da halt jetzt gerade nicht bei Unterricht ausfällt, sondern weil der Stundenplan halt so doof ist. Und dann kannst du da ja was Sinnvolles machen, weil du als Fotograf eigentlich immer noch mal eigene Projekte haben musst oder solltest. Und da habe ich gesagt, alles klar, okay, das lohnt sich, das mache ich jetzt so. Und
dann habe ich dort angefangen und habe gemerkt, okay, der MacBook Pro reicht nicht. Ich kaufe mir jetzt einen iMac, einen großen iMac, 27 Zöller, auch ein sehr, sehr gutes Teil, hat auch sehr, sehr viel Geld gekostet. Hat auch lange funktioniert. Und wenn ich mal irgendwas in Windows machen wollte, dann hatte ich habe ich da Parallels benutzt und eine virtuelle Windows-Maschine gehabt. Und ich habe sogar, weil es nicht eben alle Spiele für einen Mac gab, sogar auch darauf gezockt. Aber das ging extremst schlecht. Wirklich extremst schlecht. Also eigentlich nicht möglich. Nur so ganz kleine irgendwelche Indie-Games, die jetzt nicht so ganz viel brauchten, aber selbst die liefen bescheiden, sehr bescheiden. Und dann wollte ich das irgendwann mal upgraden. Dann habe ich RAM gekauft. Gott, war der RAM teuer. Ja, man kann auch anderen RAM nehmen, aber ich hatte das damals bei nicht Gravis Store, sondern bei einem anderen Geschäft gekauft gehabt. Fällt gerade irgendwas mit G, war es auch gewesen. Es war aber nicht Gravis Store. Und dann geht die Garantie verloren, wenn du nicht RAM von Mac einbaust und so weiter. Moment, so, also, die können wir abgeben. Bam, damit haben wir das fertig. Sehr, sehr geil. Und als nächstes machen wir Folgendes, und zwar diese hier. Wir liefern den Schiebeplanauflieger, der hier ist, jetzt nach Island, wie auch immer. Doch, wir haben jetzt einen Anhänger und genau dort können wir auch Beton und Stahlträger aufladen. Ja, also, einmal hier rein, Betonblöcke, gucken wir nochmal, ob ich richtig liege. Betonblöcke und Stahlträger. Also, wir wollen allerdings das hier hinten aufladen. Betonblöcke. Zap, zap. Und als nächstes wollen wir Stahlträger aufladen. Zack. Und damit haben wir, glaube ich, ganz gut hier einen Coup gemacht. So, zurück zum Thema. Und dann habe ich mir da so ein iMac gekauft, weil ich halt wollte, ja, brauchte mehr Leistung und ich wollte nicht drauf verzichten. Ich war so ein kleiner Fanboy geworden, muss man auch sagen, weil ich eigentlich total begeistert war. Oh, da muss man nichts groß installieren, also ne, installieren muss man schon, aber das ging super einfach und hat alles irgendwie geklappt und funktioniert und ja. Aber es war so teuer, da irgendetwas upgraden zu können im Sommer. Ich musste mir da eine eigene Halterung bauen, was jetzt weniger ein Problem war, aber ich musste mir eine Halterung bauen, damit ich Lüfter an den iMac, also damit ich Luft, kalte Luft an den iMac pusten konnte, weil der echt im Sommer so heiß wurde, dass er richtig runtergefahren ist, das richtig gefreest. Und du hast richtig gemerkt, wenn ich die Luft dran halte, plötzlich ist wieder Leistung da. Es war total lustig. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, so, jetzt ist Feierabend. Nie mehr wieder einen Mac. Nie mehr wieder. Und dann war ich mit meiner Ausbildung fertig als Fotograf, habe da abgeschlossen. Und dann habe ich geguckt, okay, welche Möglichkeiten gibt es für mich? Jetzt hole ich gleich ein bisschen weiter aus, weil es geht gleich weiter eigentlich inhaltlich. Aber dachte mir, es wäre auch so ganz mal interessant. Und dachte mir dann, okay, mein Arbeitgeber, der war irgendwie ein bisschen komisch. Er wollte mich wohl übernehmen, aber wollte nicht so richtig übernehmen, denn er hatte schon den vorherigen Azubi übernommen und war mit dem auch sehr zufrieden, war ein netter Typ. Und kam auch mit dem sehr gut, sehr, sehr gut zurecht. Und dann ging es auch so ums Gehalt und dachte, oh nee, das ist ja katastrophal, was der mir da bieten will, ne? Das ist ja unter aller Sau. Und so, muss ich mir hier gerade mal ins
Differentialsperre reinhauen. Und was gibt es denn noch, was mich so interessieren könnte? Also genau, ich hatte dann natürlich auch geschaut, noch bei anderen Firmen, und das war gerade so die Neckermann-Pleite. Und Neckermann hat auch ein sehr großes Fotoatelier gehabt in Frankfurt. Also Frankfurt am Main, aus der Gegend, wo ich komme. Zwar schon lange nicht mehr wohne, aber da war das auch so eine Überlegung, und gut, dass ich es nicht gemacht habe, ne, weil ist ja pleite gegangen. Und ich weiß, dass viele Fotografen da nicht über, also keine andere Stelle irgendwo gefunden haben oder weitergegeben wurden, sondern sich da halt selbst umschauen mussten. Da musste ich gerade mal eine Vollbremsung machen. Mein Hund wollte unbedingt raus. So, aber wieder zurück zum Thema. Übrigens, wenn euch das zu off-topic sowas ist, schreibt das mal in die Kommentare. Macht das mal bitte. Also, ich erzähle da gerne von. Aber wenn es euch total nicht interessiert, weil ihr sagt, nee, quatsch mal lieber über das Spiel, dann müsst ihr mir da natürlich einfach nur Bescheid sagen. So, vorher markieren wir aber einmal den Weg, wo wir runter wollen, denn hier... bin mal gespannt, ob das klappt, was ich da vorhabe. So. Und, wie gesagt, dann habe ich noch woanders geschaut, und das waren so miserable Bezahlungen, dass ich gesagt habe, nee, echt nicht. Leute, also, selbstständig machen will ich mich nicht. Das mir, ne, selbst und ständig. Das wollte ich einfach nicht, und weil ich mein Wochenende, ich bin halt einfach der Typ, ich sag, Wochenende will ich meine Ruhe haben. Ja, und was würde mich noch interessieren? Und dann habe ich mich entschieden, okay, Mediengestalter, da ist zum Beispiel Fotograf, ist allein schon ein halbes bis dreiviertel Jahr von der Berufsschule. Geht's auch nur um Fotografie. Gestaltung hast du auch schon in der Fotografie gelernt. Und mich interessiert am meisten eigentlich das Webdevelopment, also sprich Webseiten bauen, Benutzerkonzepte sich überlegen. Das fand ich immer total genial. Das hat mir immer, das habe ich da auch schon viel in meiner Freizeit gemacht. Das hat mich immer sehr gereizt. Und dann habe ich gesagt, alles klar, das probiere ich mal aus. Zum Beispiel noch auch einen Schwank aus meiner Jugend, als Teenie habe ich, also so mit 12 oder 13, erster Computer, da habe ich angefangen, HTML zu, damals habe ich noch gesagt, programmieren, ne? Ist natürlich nicht so. HTML wird nicht programmiert, ist keine Programmiersprache, ist nur eine Beschreibungssprache, aber spielt keine Rolle. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, boah, das wäre doch geil, wenn du dafür Geld kriegen würdest. Ne? Und so bin ich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, das probierst du doch mal aus. Du willst aber eigentlich erst einmal jetzt kein Programmierer werden, sondern du möchtest schon noch den Gestaltungsaspekt haben. Und dann ist doch eigentlich Mediengestalter, digital, Nonprint, genau das Richtige. Und das habe ich dann gemacht in einer sehr, sehr coolen Butze. Große Firma, eine Aktiengesellschaft mit damals... Als ich angefangen habe, glaube ich 90, mittlerweile 150 Mitarbeiter, aber bin ich schon länger nicht mehr und war da insgesamt 6 Jahre. Also meine Ausbildung gemacht, wurde dann übernommen und war sehr, sehr zufrieden, bis auf, dass mir irgendwann dann für meine Fähigkeiten das Gehalt einfach hin und wieder nicht gepasst hat. Und das alles auf Windows, um wieder zurückzukommen zum eigentlichen Thema. Alles auf dem Windows-Rechner. Also sprich, ich habe zwar noch mein MacBook Pro gehabt, das habe ich sogar heute noch, mein MacBook Pro, das alte, mein MacBook Pro, und habe dann nach einem Dreivierteljahr, halben Jahr, nach Beginn der zweiten Ausbildung, dann mein iMac verkauft, sogar noch für sehr, sehr gutes Geld. Das war so eine ganz typische, Sache. Du bekommst sehr, sehr viel Geld noch für deine alten Apple-Produkte. Also ein einziger großer Vorteil, wenn du sowas verkaufen möchtest nochmal. Und hab mir dann wieder einen Windows-Rechner geholt, weil ich einmal zocken wollte, und auf der Arbeit haben wir auch alle Windows-Rechner gehabt, weil es eher halt eine Firma ist, die eher aus der Entwicklungsszene kommt und die dann typischerweise eher Windows haben. Ne? Es gibt dann auch
gerade so Frontend-Entwickler, die haben durchaus auch mal Mac, aber spielt auch keine Rolle. Jahrelang unter Windows geblieben. Und dann habe ich gesagt, okay, nach 6 Jahren, so Leute, ich möchte jetzt ein bisschen mehr Kohle haben oder ich gehe. Ne? Klingt ein bisschen hart, aber so musste verfahren, weil sonst geht's nicht voran. Boah. So, jetzt geht's hier runter. Moment. So, Differentialsperre an. Gucken wir, dass wir hier so ein bisschen mehr auf der Seite fahren. Na, da kommen wir schon irgendwie durch. Irgendwie kommen wir durch. Ich habe extra nichts selbst aufgeladen, damit wir einen niedrigeren Schwerpunkt haben. Und den Anhänger können wir ja dann wieder zurückkippen, falls der umkippen sollte. So. Und das wollte die Firma nicht. Warum auch immer. Die waren so, das waren alles coole Leute, tolles Arbeitsklima. Ich habe viel erlebt, wirklich viel erlebt, viel Verantwortung durfte ich tragen. Aber das war halt, da muss irgendwo dann auch der Gegenwert kommen. Dann musst du halt, das ist dann so der Punkt, den man oftmals sagt, da wo du deine Ausbildung gemacht hast, kannst du eigentlich nicht lange bleiben, weil du wirst nicht das Geld bekommen, was jemand bekommt, der die gleiche Qualifikation hat. Das ist so eine ganz typische Sache, zumindest aus der Szene oder in dem Bereich, aus dem ich jetzt komme. Moment. Hallo. So. Danke. Nein! Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Okay, liebe Leute. ja. Also, ich glaube, das war's für diese Folge. Denn das fange ich jetzt nicht nochmal an, wie wir das da bergen. Ich sage vielen, vielen Dank. Ich werde in der nächsten Folge ein bisschen weiter erzählen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, weil ich mit Sicherheit wieder morgen dann just in time die die nächste Folge produzieren werde. Und in dem Sinne habe ich dann eure Kommentare mit Sicherheit schon gelesen. Ne? Ah, ist das ärgerlich. Ich hätte einfach Vollgas durchfahren sollen. Ach, verdammt. Also, macht's gut, mein Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.